Herzlich willkommen zu meinem Video Bildanalyse im Geschichtsunterricht anhand konkreter Beispiele. Wir werden jetzt hier Schritt für Schritt uns mehrere Abbildungen anschauen und ich werde dann bestimmte Fragen an diese Abbildungen dann stellen und wir werden diese Antworten dann durchgehen. Wenn du selber eine Bildanalyse durchführen solltest, dann wird es in der Regel so sein, dass du einen Bildtitel dazu bekommen wirst. Zum Beispiel König Ludwig XIV., wie es hier ist, und dann haben wir hier dann den Urheber, das heißt den Maler des Gemäldes. Und wenn du das dann bei Google eingibst, wirst du in der Regel dann sehr schnell dann auf eine Internetseite kommen, wo du Zusatzinformationen bekommst. Und die Menge an Zusatzinformationen, die du dort hast, kannst du dann besser verstehen, wenn du all die Fragen, die ich dann hier in meiner Präsentation da hereingenommen habe, dann im Hinterkopf hast. Und dann kriegst du eine gute Bildanalyse dann auch zusammen. Auf der linken Seite hier habe ich ein Gemälde, das König Ludwig XIV. Von Frankreich als absolutistischen Herrscher darstellt. Das heißt, Ludwig XIV. Lebt im 17. 1800, war ein mächtiger Herrscher und wollte als besonders mächtig gelten. Und das soll auch dieses Bild hier dann letztlich darstellen. Die Frage, die wir uns hier jetzt einmal stellen, ist, wer ist der Urheber? Bedeutet auch gleichzeitig die Frage nach der Malerin oder dem Maler. Den Maler habe ich jetzt hier. Und der Auftraggeber wird vermutlich König Ludwig XIV. Selber gewesen sein, der sich ja als mächtiger Herrscher darstellen wollte. Wenn wir uns dieses Gemälde hier anschauen, wir wollen es ja nur kurz überfliegen, dann sehen wir hier so Herrschaftssymbole, wie hier zum Beispiel das Zepter, dann haben wir die Krone, dann haben wir hier dann das Schwert, dann haben wir dann seine äußerst kostbare Kleidung, dann die Zeichen des französischen Königs, Königshauses hier, die Lilien. Dann haben wir hier Mode der damaligen Zeit, Strümpfe. Heute könnte man hier von Stöckelschuhen sprechen, die wir hier sehen. Dann erhoben Richtung Thron gehend steht der König. Und hier sehen wir die Jäger im Schnee, beziehungsweise die Heimkehr der Jäger von Peter Bruegel, dem Älteren, einem Künstler, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, der uns einen Einblick gibt, wie die Menschen im 15. 1600 gelebt. Und die Frage, die wir jetzt hier uns stellen wollen, ist, welche Kurzüberschrift könnten wir hier dafür finden? Das heißt, wenn wir den Titel hier nicht wüssten, welchen Titel würden wir hier vergeben, dann könnten wir hinschreiben eine Winterlandschaft zum Beispiel, Menschen am Land im Winter zum Beispiel. Wir sehen hier nicht nur die Jäger, die hier zurückkommen, vielleicht von einer Treiberg mit all den Hunden, sondern wir sehen hier auf der linken Seite zum Beispiel auch Menschen, die hier ein Feuer machen. Wir sehen hier Menschen, die am Eis sind, und vielleicht Menschen, die vielleicht sogar schon Eis laufen. Ja, eine Winterlandschaft. Nächste Frage wäre dann die Angabe zur historischen Situation. Und hier haben wir einen bekannten Diktator, Adolf Hitler, der für verantwortlich ist für den millionenfachen Mord an politischen Gegnern am Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Wenn man sich die Frage stellt, die Entstehungszeit dieser Abbildung, dann können wir hier bei Wikipedia nachschauen. Dort habe ich das Foto auch herausgeholt. Das war der 21. März 1933 am sogenannten Tag von Potsdam. Also Hitler hat wenige Wochen vorher schon als Reichskanzler mehr oder weniger die Macht im Deutschen Reich übernommen. Und an diesem Tag trifft jetzt hier Hitler dann den damaligen deutschen Reichspräsidenten von Hindenburg und Hitler wollte dann die Zustimmung von Hindenburg und der damaligen politischen Elite erhalten, dass er dann eine Politik in Deutschland betreiben könnte, wie er eben das wollte. Und wenn man hier die Entstehungszeit anschaut, dann haben wir 1933, wenn man aber hier dann zum Beispiel uns Hindenburg anschaut, mit seiner Pickelhaube, mit seinen ganzen Abzeichen und Auszeichnungen, dann könnte man denken, man befindet sich unter Umständen im 19. Jahrhundert. Wenn man genau hinschaut und mehr Hintergrundwissen hat, und das ist aber wichtig, es ist mehr zu wissen, dann wird man hier zum Beispiel an diesem Helm erkennen können, dass wir hier auf jeden Fall eine Zeit haben, nach dem ersten Weltkrieg. Denn dieser Helm wurde zum Beispiel in der deutschen Armee und später auch in der österreichischen Armee im Ersten Weltkrieg dann erst dann eingesetzt. Und man könnte hier aber dann auch sagen, woran erinnert denn diese Zeit? Diese Zeit soll erinnern an die angeblich großartige Zeit Deutschlands im Deutschen Reich. Und hier geht es jetzt um die Frage Hintergrund, Vordergrund, oben, unten. Und es handelt sich hier um ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Der Titel lautet das Hoffräulein und wir sind jetzt hier am spanischen Königshof. Diego Velázquez hat dieses Gemälde und man sieht ihn hier sogar, hat sich hier selber hineingemalt und seine Absicht war es hier, spanischen Habsburger, dann darzustellen. Wenn wir uns das hier anschauen und das hier vergleichen, dann können wir sagen, dass sich das hier, dass ich dieses kleine Mädchen hier zum Beispiel die Prinzessin, die Infantin Margarita darstelle. Kommen wir zu Vordergrund und Hintergrund. Im Vordergrund ist in dem Fall auch meistens dann unten. In diesem Fall könnte man hier zum Beispiel unten und oben sich anschauen. Oben hätten wir dann die Decke. Im Vordergrund hätten wir dann, und da fällt es dann irgendwie mit unten zusammen, hätten wir hier zum Beispiel diesen Hund. Dann, wenn man weiter nach hinten geht, in den Hintergrund hinein, sieht man, dass sich hier eine Tür öffnet zu einer Stiege. Und genauso gut könnte man natürlich auch dann jeden anderen Raum, eine Landschaft, einen Platz und so weiter dann analysieren und sich anschauen auf Vordergrund, Hintergrund, oben und unten. Das nächste Beispiel von Peter Bruegel, den älteren, Kinderspiele. Und dieses Gemälde stammt eben dann aus dem 16. Jahrhundert. Und wenn man genauer hinblickt, sieht man eine Unmenge an Dingen. Es erinnert ein bisschen so an ein Wimmelbild. Wenn man hier hinten zum Beispiel hinschaut, dann sieht man hier jemand, ein Kind, das hier eine
Peitsche in der Hand hat, könnte man meinen. Tatsächlich versucht es dann mit dieser Peitsche dann den Kreisel dann hier zu bewegen. Hier könnte man eine Gruppe von Leuten sehen, die Finger hackeln, also die dann versuchen dann den anderen dann auf die eigene Seite zu ziehen. Hier soll ein Rad zum Beispiel bewegt werden, Sandspiele und so weiter und so fort. Sauber und dreckig. Besonders sauber erscheint es dann in dem Fall hier, wo Licht hinfällt. Wenn man weiter rechts hier hineinschaut, dann erscheinen manche Dinge vielleicht als eher dreckig, obwohl es gar nicht der Fall sein muss, aber es ist einfach dunkel an dieser Stelle. Es sind hier sicherlich sehr viele Menschen unterwegs, man möchte gar nicht anfangen, sie alle abzuzählen. Viele Menschen sprechen miteinander, unterhalten sich. Man könnte hier die Blickrichtung einzelner Leute betrachten. Hier die Frau schaut dann herunter, nach hinunten zum Beispiel. Und dann könnte man sich auch die Frage stellen natürlich, wer übt Gewalt aus? Oder gibt es hier jemanden, der gerade am Raufen ist? Jetzt schauen wir uns Personen in einzelnen Abbildungen an. Ich habe hier in diesem Mindmap hier lauter Details hineingegeben, die du dann der Reihe nach durchgehen könntest. Man könnte sich hier die Frage stellen, zum Beispiel, wenn ich eine Person beschreiben muss, wie schaut es aus mit der Kleidung? Wenn jemand eine Uniform hat, wie hier dieser DDR-Soldat, könnte man sich die Frage stellen, woran erkenne ich zum Beispiel, welchen Dienst gerade jemand hat? Gibt es bestimmte Orden? Dann könnten wir hier zum Beispiel auf die Schuhe schauen. Hier Militärschuhe bei den Mädchen, hier bei dieser Dame zum Beispiel. Also wenn hier diese Checkliste verwendest in Form der Mindmap, dann wirst du erkennen können, dass man eine Menge an Dingen bei Menschen dann beschreiben kann. Dann haben wir die Frage nach Beruf, gesellschaftlichen Stand schon an und für sich beantwortet. Wir haben hier eben dann ein Mädchen, das vielleicht ein Schulkind ist. Wir haben hier eine Lehrerin unter Umständen oder eine Kindergartenpädagogin. Und hier haben wir eben dann Soldaten, die man anhand der Uniformen erkennen kann. Soziale Randgruppen, in dem Sinn können wir hier nicht erkennen. Was könnten Beispiele für soziale Randgruppen sein? Das können Menschen sein, die zum Teil wenig Einkommen haben, deswegen schlechter behandelt werden, gesellschaftliche Außenseiter, und die werden manchmal ganz bewusst ins Bild hineingenommen, um vielleicht etwas zu kritisieren. Hier haben wir eine Abbildung aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier wird dann dargestellt der erste Kaiser der Habsburger, Rudolf I. Und der Rudolf I. bietet dann den Priester an, dass er über diesen Fluss, der eben hier fließt, dann hinüberkommt. Wir sehen das jetzt an aus dem Zusammenhang mit der Natur, mit Tieren. An Tieren sehen wir mal auf sicherlich das weiße Pferd. Dann sehen wir die Hunde. Rudolf I. wird vielleicht auf der Jagd gerade gewesen sein. Natur sehen wir hier dann den Fluss, von dem wir schon gesprochen haben, die Bäume. Also man kann sich dann eine Abbildung anschauen, welche Gegenstände man da hier betrachtet. Und da haben wir zum Beispiel hier Kunstwerke. Hier im Hintergrund dieser Abbildung sieht man hier dann 30 Bilder hängen dann zum Beispiel. Wir haben hier vorne einen Fernseher. Wenn man den Mann hier anschaut, dann hat er da eine Zeitung in der Hand. Hier haben wir die Dame, die ein Geschirrtuch hat und ein Geschirr, das sie abtrocknet. Das Bild steht natürlich dann auch für die Zeit, in der es war. Einerseits der Vietnamkrieg. Die beiden interessieren sich für diesen Vietnamkrieg. Das war wahrscheinlich auch die Absicht der Darstellung des Fotografen. Man könnte hier Machtsymbole und religiöse Symbole hier unterscheiden. Ich habe hier als religiöse Symbole zum Beispiel Kreuz, Halbmond, Sense und so weiter hereingegeben. Machtsymbole haben wir bei Ludwig XIV. Schon kennengelernt. Du erinnerst dich hier dann an das Schwert unter Umständen. Und hier haben wir ein Beispiel für religiöse Symbole aus dem 11. Jahrhundert. Und das zeigt hier die Krönung von Kaiser Heinrich III. Und seiner Frau und Jesus, und Jesus ist erkennbar hier also an einem Heiligenschein unter anderem, krönt hier selber Heinrich III. Und je mehr Hintergrundwissen du hast, wirst du dann hier zum Beispiel die Zeichen für die vier Evangelisten, also diejenigen vier, die die vier Evangelien geschrieben haben, erkennen. Und hier hast du zum Beispiel dann als Löwe hast du dann den heiligen Markus. Hier schauen wir uns die Intention, die Absicht an, warum eine bestimmte Abbildung dann erschaffen wurde. Hier haben wir zwei Bilder herinnen. Ein Bild zeigt den 15. März 1938. Der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland ist gerade im Gange. Hitler hat mit seiner gesamten Macht es geschafft, etwa 250.000 seiner Anhänger dann auf den Heldenplatz nach Wien zu bringen. Und Hitler spricht dann zu der Menge und verkündet dann den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, an das Nationalsozialistische Reich. Und da könnte man dann den Eindruck bekommen, also dazu aufgefordert werden, dass ganz viele Menschen dann hier Hitler und seine Diktatur unterstützen. Wenn man dieses andere Foto dann mit hineinnimmt, schon aus dem Jahre 1935, und sich den Text dann anschaut, aus Anlass des Gemeinschaftsempfangs, der Rede des Führers, tritt während der Zeit von 16 bis 17 Uhr eine Verkaufspause ein. Das heißt, hier gab es ein Geschäft und hier durfte von 16 bis 17 Uhr nichts verkauft werden, weil nämlich alle Mitarbeiter dieses Betriebes dann der Radiosendung, das wäre dann ein Gemeinschaftsempfang, der Radiosendung zuhören mussten, der Hitler aufgetreten ist. Das heißt, wenn man mehr Hintergrundwissen wiederum hat,
mehrere Abbildungen sich anschaut, die miteinander in Verbindung setzen, sich überlegt, ah, die müssen da zwangsweise zuschauen, dann wird so etwas dann auch 1938 natürlich dann auch der Fall gewesen sein. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch es sehr viele in Österreich gab, die auch den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland begrüßt haben. Wenn man sich die Frage stellt, ob hier etwas absichtlich weggelassen wurde oder vergessen wurde, dann kann man zum Beispiel darauf verweisen, dass es hier Fotos gibt vom damaligen Heldenplatz, wo man zum Beispiel einzelne Bereiche sieht, wo fast keine Menschen stehen. Und der Fotograf, der damals diese Aufnahme aufgenommen hat, hat natürlich das Ganze aus einem Blickwinkel heraus fotografiert, wo er besonders viele Menschen auf dieses Bild gebracht hat und der Eindruck eben stehen sollte, dass sehr viele in Österreich, in dem Fall in Wien, begeistert dann der Rede Adolf Hitlers zugehört haben. Hier sehen wir Kinder aus Damaskus im Jahre 2014 in Syrien, die für den syrischen Machthaber Assad demonstrieren. Wenn man dieses Foto gut einordnen will, wird man einiges an Hintergrundwissen benötigen. Man wird sich zum Beispiel die Frage stellen, okay, in welchem Jahr war das, wenn ich das hier nicht stehen habe? Man wird irritiert sein, man wird vielleicht von den Gefühlen her sehr verstört sein, dass man hier Kinder und Jugendliche sieht, die hier mit automatischen Waffen stehen, dass hier dann eine Frau daneben steht und lächelt und dass das anscheinend das Selbstverständlichste der Welt ist, wenn hier Kinder und Jugendliche bewaffnet sind. Die Aussagen des Künstlers sind sie heute noch zeitgemäß. In einer Demokratie wäre sie nicht zeitgemäß. Also Kinder zu zeigen, die bewaffnet sind und sich für politische Interessen einzeigen, würden wir heute in einer Demokratie ablehnen. Dieses Bild entlarvt er, stellt ihr einen Diktator bloß, der Kinder für seine eigenen Interessen einsetzen will. Ja, die Abbildung ist heute noch zeitgemäß, weil es ja auch heute noch Kinder- und Jugendsoldaten gibt. In mehreren Teilen der Welt, von Afrika bis Syrien bis Asien hinein, ist dieses Bild von großer Bedeutung. Und man heute auch damit leider rechnen muss, dass Kinder und Jugendliche dazu gebracht werden können, dass sie in den Tod gehen. Dieses Foto zeigt sehr schön, dass diese Machthaber so weit sind, dass sie auch Kinder bereit sind, dann in den Krieg zu schicken. Ja, ich hoffe, dir hat es geholfen, dass wir diese verschiedenen Abbildungen durchgegangen sind, dass wir Fragen an diese Bilder gestellt haben. Und du hast jetzt sicherlich eine bessere Vorstellung, welche Fragen man dann an solche Abbildungen stellen kann. Du wirst also sicher leichter tun, wenn du dann selber eine Bildanalyse anhand anderer Abbildungen dann durchführen wirst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.